Ich war so, hä? Es ist so unentspannt. Junge, wir werden hier gerade massiert. Ja. Schön, aber. Komm, ich krieg die Krise, wenn ihr nachher nach Hause kommt. Wegen diesen Dingen war ich im letzten Vlog so lange unterwegs. Nachher ist er im Fitnessstudio, sieht das über die Kamera mich hier so bügeln. So, das ist jetzt doof. Ich muss jetzt los und Kobi ist noch nicht vom Training zurück. Ich kann nicht mehr. Das ist ja ekelhaft. Oh mein Gott. Good morning in the morning, Freunde. Es ist Sonntag. Und so schön ist Wetter schon wieder. Ich bin schon richtig traurig. Ich habe gerade eben einen Wetterbericht geguckt und ab morgen soll es wieder richtig kalt werden. Also so 6 bis 9 Grad. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Wetter in Deutschland einfach nicht. Naja, auch wenn heute Sonntag ist und wir ansatzweise schönes Wetter haben. Nee, nicht ansatzweise, wir haben schönes Wetter. Werde ich heute die Teppiche und das Sofa reinigen. Ich wollte es ja eigentlich gestern machen, aber gestern war viel, viel, viel zu schönes Wetter. Und ich würde es eigentlich gerne auf morgen verschieben. Aber ich muss den erstens morgen schon wieder abgeben. Und zweitens habe ich morgen zu viel zu tun. An einem Montag kann ich hier sowas nicht machen. Deswegen, ja, es passt aber eigentlich ganz gut. Kobi ist nachher länger im Training als sonst. Dann werde ich die Zeit einfach nutzen. Ich bin jetzt gerade noch mein Käffchen am Trinken und dann werde ich mal ein Brot backen. Ja. Schaut mal übrigens, was ich gekauft habe. Ganz viele Beeren. Oder für uns und Juli ist es der Bär. Guckt er direkt, das ist ja sein all over the top Lieblingsspielzeug. Er würde alles für dieses Spielzeug geben, wirklich. Er würde uns verkaufen, er würde das Haus verkaufen, er würde all seine Schmeckis verkaufen. Also wirklich, der Hund ist sein Partner, glaube ich einfach, Partner in Crime. Und der sieht wirklich aus, also der sieht wirklich genauso aus, wie das, was Juli damit macht. Und zwar den überall mit hinnehmen, den ganzen Tag im Mund haben und quietschen. Und der geht langsam hier hinten am Rücken kaputt. Und ich habe wirklich das komplette Internet abgesucht, weil ich nicht mehr wusste, wo wir den damals her hatten. Und habe es dann gefunden und wegen Versandkosten und Mindestbestellwert habe ich dann tatsächlich 3 bestellt. Aber ich wollte eigentlich nur 2 holen. Ja, einfach auf Vorrat. Falls der andere nämlich jetzt, was ich glaube, in 1-2 Wochen den Geist aufgeben wird, habe ich neue geholt in der Hoffnung, dass er die genauso annimmt. Wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt Backups. Und das ist so krass, der sieht wieder so schön und flauschig aus. Juli ist schon so richtig ekelhaft. Aber wir können ja mal gucken, wie er reagiert. Ich will ihm das eigentlich noch nicht geben, aber ich will nur wissen, wie er reagieren würde, wenn wir jetzt den genau denselben daneben legen. Schaut ihn euch an, da liegt er natürlich mit seinem Bär. Warum ist denn deine Zunge draußen? Warum hängt deine Zunge raus, mein Schatz? Aber wo ist der Bär? Schatz, wo ist dein Bär? Juli, wo ist der Bär? Ja, das ist dein Schatzilein, ne? Willst du dir mal zeigen? Ja, er hat schon hinter meinem Rücken gesehen. Guck dich mal an, wie er aussieht. So, guck mal. Und? Was sagen wir dazu? Jetzt machen wir mal einen Hardcore-Test. Moment, bleib. Warte. Juli, hey. Bei seinem Bär hört er wirklich auch auf absolut nichts. Ich bringe ihn dir sofort wieder. Moment, stopp. Sitz und warten. Jetzt will ich mal gucken, welchen von beiden er nehmen würde. Er würde jetzt hier hinlegen. Leg mal den hier hin, den Bär da hin. Komm, wo ist dein Bär? Ja, wo ist dein Bär? Oh mein Gott, das ist der neue. No way! Er wollte ihn mitnehmen. Jules, das hier ist doch dein Bär. Guck mal, wie der aussieht. Nein, no way. Da geht er davon und schnappt sich einfach den neuen. Das ist ja so frech. Juli, das ist ja so frech. Du kannst dir doch nicht einfach den neuen nehmen. Das ist doch dein Schatzi. Oh mein Gott, es juckt ihn ja gar nicht mehr. Oh mein Gott, das ist krass. So, okay. Räumen wir das hier erstmal weg. Wird schon schief gehen. So. Das ist unser Teppich hier im Wohnzimmer, den wir jetzt seit 3-4 Jahren haben und shame on us, aber wir haben es noch nie gereinigt. Und so sieht er dementsprechend auch aus. Also hier sind super viele Flecken von was auch immer, wahrscheinlich Essen oder keine Ahnung. Und man sieht so richtig, wie dunkel er einfach am Rand ist, gerade hier. Der war eigentlich mal richtig hellbeige. Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt damit hinkriegen. Der Teppich hier übrigens genauso. Wir schauen mal. Ansonsten werde ich ihn irgendwann mal zu einer richtigen Reinigung bringen, aber ich erhoffe mir jetzt viel von dem Gerät. Also das ist unglaublich anstrengend. Ich bin so am Schwitzen, aber sieht man einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade irgendwie nicht sagen. Ich glaube irgendwie nicht. Also hier ist es ja immer noch dreckig. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, aber gerade hier, das ist ja, da sieht es eigentlich ganz okay aus gerade. Aber hier? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Ich hätte es länger einwirken lassen müssen, aber da steht doch nichts bei. I don't know. Ich mach's nochmal. So, Herr Mahoney ist dazu gestoßen und fragt sich, was ich hier tue. Aber mit dem Teppich bin ich jetzt fertig. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Unterschied seht. Wir sehen auf jeden Fall ein bisschen einen Unterschied, aber nicht so krass, wie wir
wir es uns erhofft haben, gerade so hier am Rand. Aber ich sag euch ehrlich, ich sehe es auch irgendwie nicht, einen Teppich zu einer Polsterreinigung zu bringen. Vor allem nicht einen Teppich, der, ich sag jetzt mal, also ich weiß nicht, was eine Teppichreinigung kostet, aber mit Sicherheit mehr als der Teppich gekostet hat. Dementsprechend denke ich mir so, dann kauft man halt, weiß ich nicht, alle 5 Jahre einen neuen Teppich oder so. Das war jetzt kein... Ja, ich glaube, der hat 80 Euro oder so gekostet und ich wette, dass eine Teppichreinigung mehr kostet. Vor allem, der war am Anfang auch so richtig, richtig flauschig und jetzt mittlerweile halt irgendwie auch nicht mehr. Deswegen lohnt sich das mit Sicherheit nicht, aber ja. In so weiteren 5 Jahren kann man die vielleicht mal austauschen. Aber eigentlich mag ich die sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich den runden hier noch hingelegt. Den mache ich jetzt auch mal. Hier können wir vielleicht nochmal so ein Vorher-Nachher machen. Dann können wir einen richtigen Unterschied hoffentlich sehen. 1, 2, 3. Tidim. Ja, nee. Ich glaube irgendwie nicht, aber keine Ahnung. Egal, Freunde. Ich weiß nicht, ob es die, also so anstrengend wie das ist, weiß ich nicht, ob es das wert war. Aber ich werde jetzt noch eine letzte Sache machen, und zwar hier an der Couch. Und dann bin ich ready für heute. Später bin ich mit Vicky übrigens bei der Massage. Ich glaube, das habe ich mir auch wirklich verdient heute. Ich kann nicht mehr. Schaut mal, das ist einfach alles aus unseren Teppichen rausgekommen. Also selbst wenn sie jetzt nicht so sauber geworden sind, wie ich es mir erhofft habe, der Schmutz ist auf jeden Fall raus. Das ist ja ekelhaft. Wow, Freunde, das habe ich mir jetzt verdient. Ich bin so kaputt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade 3 Stunden Teppiche gereinigt. Weil jetzt freue ich mich darauf und dann noch meine Massage. So very good. Strawberry, Vanille, Haferjoghurt, Müsli, Crunch mit Traube. Voll gut, dass du das jetzt immer isst. Mhm. Ich darf auch nicht so viel Gluten essen, Leute. Im Winter ist mir das schwieriger gefallen, aber jetzt im Sommer mit so geilem Obst. Prost. Wann gehst du los zum Studio? Ja, so 12.30 Uhr ist der Termin. Ich denke mal so 12. Oh, 12 gehst du jetzt los in 40 Minuten? Ja. Dann können wir noch den Schirm ausräumen. Ja, natürlich. Wenn wir vloggen, na klar. Wenn wir vloggen, habt ihr gehört, Leute? Glaubst du gerade? Ja. Guck mal, er wollte den Schirm jetzt nur mit mir aufstellen, wenn wir es euch zeigen. Wie, seit 3 Tagen sage ich, können wir bitte den Sonnenschirm aufstellen, den ich neu bestellt habe. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte vloggen, damit die Leute das mitbekommen, weil ja, das stimmt. Ist mal blöd, wenn wir Sachen machen oder erzählen. Ja, da hast du auch recht. Wir erzählen manchmal was und dann zeigen wir es euch nicht. Das stimmt. Aber in einem der letzten Vlogs habe ich ja erzählt, dass wir auf Schirmsuche sind. Und wir haben uns für einen entschieden von Amazon, der eigentlich echt günstig war und sehr, sehr gut bewertet. Ich weiß noch nicht, ob der optisch hier so in unser Haus passt, weil ja alles so Anthrazit ist. Wir schauen mal. Ich hole ihn mal, ne? Ich hole ihn mal. Ich reiche euch mal kurz weiter an die Hammerhunde. Hallo, ich war gerade am Gehen. Tut mir leid. Krass. Oh nein. Alles gut. Okay. Irgendwie, ich dachte, du hättest weh getan. Also Leute, sollen wir euch wieder hinstellen? Ja. Bitte sei hübsch. Wir wollten eigentlich einen anderen Schirm holen, aber der wäre zu schwer gewesen für unseren Schirmständer. Aber der ist, glaube ich, auch gut. Klasse sein. Alter. Also die Verpackung sieht schon mal schön aus. Guck mal, was für ein Schnapper. Also für den Preis mit Schutzhülle sogar. Ich verlinke euch den mal unten in der Dingens. Hast du das recht? Oh Gott, der ist echt hübsch. Ja. Gib mir kurz die Hand. Wir werden im Winter abdecken, ja, in die Folie, damit der Schirm bleibt. Ja. Wir haben es auf Video. Ja. Das kriegt man halt nie wieder so in die Hülle rein. Ne? Ja, hab ich auch nicht. Wow. Ey, aber die Farbe ist anthrazit. Das passt halt nicht. Ja. Jetzt kommt ja erstmal hier rin. Hat okay. Jeder Schirm dieselbe Durchmessergröße? Keine Ahnung. Aber das passt irgendwie perfekt da rein, eigentlich, glaube ich, drin. Ne? Hey, ist das jetzt Zufall, dass das da rein passt? Oder sind alle Schirme gleich? Ich glaube, alle Schirme sind gleich. Ja, aber sieht hübsch aus, Leute. Was soll ich sagen, von der Farbe her? Oh mein Gott, der ist ja riesig. Warum ist der so riesig? Der ist doch voll schön. Und man kann den hier sogar... Hä? Guck mal, wie viel Schatten. Was hat der denn gekostet? Ich glaube 40 Euro. 40? Oder 45 oder so. Hä? Der ist sogar echt stabil. Wirklich, er sieht richtig schön aus. Ich kann nicht mehr. 40 Euro? Gibt es in verschiedenen Farben, glaube ich, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, Tanner. Der hat aber auch wirklich sehr gute Bewertungen. Hammerbell. So, nochmal von der Seite. Der ist wirklich hübsch. Der bringt. Also, er ist mir schon fast zu groß, aber ihm wird zu groß als zu klein. Wow, das ist echt cool, dass man den so kippen kann auch. Und dann habt ihr hier so einen Kurbelgedöns und dann kann man. Dann lassen wir den jetzt mal auf und dann gehen die Falten raus. Das wäre so typisch Mone, ne? Wenn ich jetzt anfangen würde, so einen Schirm zu bügeln. Nein, mache ich nicht, alles gut. Nachher ist der Fitnessstudio, sieht das über die Kamera, mich hier so bügeln. Nein, Spaß. Oh, wow, Leute, ich bin sehr, sehr happy. Geil. Das Haus glänzt, also wirklich Wahnsinn. Hier ist überall alles sauber, es riecht überall richtig frisch gewaschen. Ich mache jetzt gerade noch die letzten Bezüge.
Züge von der Couch. Und dann ist wirklich alles Picobelli. Ich backe jetzt gerade ein frisches Brot. Tatsächlich als Überraschung für Kobe. Der ist nämlich gerade ins Fitnessstudio gegangen und hat ab jetzt, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er das nachher essen darf, aber er macht jetzt so richtig Trainingsprogramm mit einem Coach bei ihm im Studio und Essensplan und so weiter und so fort. Aber er hat mir vor ein paar Tagen ein High-Protein-Rezept für Brot geschickt, wo er gesagt hat, das würde er gerne mal testen. Deswegen dachte ich, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, doch das mal auszuprobieren. Wenn er es nicht essen darf nachher, weil sein Plan was anderes hergibt, werde ich es einfach essen. Aber der Teig an sich sieht schon mal sehr gut aus. Wow. Ich wollte eigentlich noch ein paar Körner reinmachen, fällt mir gerade auf. Ja. Das ist jetzt doof. Ich muss mal gucken. Alles fresh and clean. Nur noch die Couch muss nachher, wenn die Polster trocken sind, wieder hergerichtet werden. Und jetzt begebe ich mich mal hier dran, denn ich habe mir was zugelegt, beziehungsweise werde jetzt was errichten. Wegen diesen Dingen war ich im letzten Vlog so lange unterwegs, weil ich ein Blanko-Heft gebraucht habe, oder beziehungsweise hier sind nur so kleine Punkte drin, was ich ganz gut finde, wo nichts drin steht. Kein Datum, kein gar nichts. Also einfach zum Selbstausfüllen. Und das habe ich einfach nicht gefunden. Jetzt musste ich es online bestellen. Und habe hier schon meine Printer bereitgelegt und hier meine ganzen Sticker, die ich so zu Hause habe und so weiter und so fort. So, ich bin jetzt gerade mitten dabei, das zu machen, was ich euch schon angekündigt habe. Und zwar möchte ich mit Journaling starten. Aber anders, halt nicht nur Gedanken und schriftlich quasi alles festhalten, sondern mit Bildern. Ich habe das auf Instagram bei jemandem gesehen und ich fand die Idee so cool. Und Hans und Vicky machen ja auch jedes Jahr so ein dickes Fotoalbum. Und das habe ich auch schon mal überlegt. Ich habe das ja zu unserem Hochzeitstag oder zu unserer Hochzeit mal angefangen, als ich Kobe dieses dicke Fotoalbum geschenkt habe mit unserem kompletten ersten Jahr. Also das war so viel Arbeit und das ist ja auch immer so ein riesen Paket an Fotoalbum, was du irgendwo unterbringen musst. Und ich war so, irgendwann, wenn du so 50 Jahre quasi hast und du für jedes Jahr ein so ein Album machst, dann hast du irgendwann so 50 riesen Dinger, die musst du ja auch irgendwo lagern. Deswegen habe ich das dann irgendwann doch nicht so weiter durchgezogen und habe dann jetzt diese kleine Variante, sage ich mal, für mich entdeckt. Dafür einmal das Buch. Das habe ich mit so Stickern ein bisschen hübscher gemacht und dann startet es quasi. Hier überlege ich jetzt noch irgendwie ein großes Foto reinzukleben oder irgendwas reinzuschreiben. Wie so eine kleine Art Inhaltsverzeichnis und dann geht es quasi los. Ich mache ja immer eigentlich, wenn wir irgendwo sind, so kleine Polaroid-Bilder. Deswegen bietet sich das ganz gut an. Habe ich eine Überschrift gemacht, Januar. Quasi immer so die besondersten und einzigartigen Momente quasi ausgedruckt. Schreib dann was Kleines dazu, kleb Sticker ein und so weiter und so fort. Ja, finde ich eigentlich ganz süß und versuche hier so ein bisschen meine Gedanken drin aufzusammeln. Die Momente natürlich, also ja, so ein bisschen eine abgewandelte Art von Journaling. Fand ich ganz süß. Ja, und das hole ich jetzt quasi für Januar, Februar und März nach. Dann hat man am Ende so ein dickes, schönes Batzenbüchlein voll mit Momenten und Erinnerungen. Ja, klein und fein. I like it. So, das ist jetzt doof. Das Brot ist im Ofen, aber es ist noch nicht fertig. Und ich muss jetzt los und Kobe ist noch nicht vom Training zurück. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Ich stelle einfach einen Timer und dann sollte der Ofen eigentlich von selber ausgehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber ich glaube, er braucht auch nicht mehr lange, denn ich fahre jetzt zur Massage. Hier sieht es gerade aktuell so aus. Das wird gleich ready gemacht. Hier sieht es so aus. Kobe kriegt die Krise, wenn er nachher nach Hause kommt. Aber das muss ich später noch weiter fertig machen. Denn Mama fährt jetzt zur Massage. Mama fährt jetzt zur Massage. Ich lass mich richtig durchkneten. Du willst auch gerne, ne? Ich mache Kobe einfach eine Sprachnachricht, dass er per Kamera den Ofen im Auge behalten soll. Dann geht das schon. Nicht nachmachen. Ah, erstmal ein bisschen Money abholen für die Massage. Bei unseren Massagestudien kann man leider nie mit Karte zahlen. Ich muss immer überlegen, was meine Geheimzahl ist. Ich bin so dumm, ne? Schreib das am besten auf und klebe das hinten auf die Karte drauf. Ja, das ist gut. So, wir sind jetzt im Massagestudio. Und tatsächlich probieren wir heute, was so schön mit der Sonne, probieren wir heute mal ein neues Studio aus, weil unser Studio Sommerferien, ja, Urlaub irgendwie so hat. Und ja. Das sieht ganz süß aus, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, weil da vorne ist direkt eine Eisdiele und da sitzen irgendwie Leute draußen und wir schauen mal. So, wir sind drinnen und wir haben auf jeden Fall schon eine Verbesserung festgestellt. Und zwar, dass hier in den Betten ein Loch ist für den Kopf. Das ist bei unserem anderen Massagestudio nicht so. Ja, wir schauen mal. Geht jetzt los.
We are raus, Freunde. Wir haben uns gerade kurz das Feedback aufbewahrt, um euch gemeinsam Feedback zu geben, wie wir es fanden. Ja. Also ich weiß noch nicht, wie es Vicky fand. Und Vicky weiß noch nicht, wie ich es fand. Es ist so lustig gerade. Wir haben uns gerade den Weg zum Auto einfach nicht unterhalten. Also. Wir nehmen uns was vor. Und zwar im Umkreis mal alle auszuprobieren. Ja, weil ich habe... Wo fange ich an? Ich habe Unterschiede gemerkt, auf jeden Fall voll zum anderen Studio. Echt? Was ja eigentlich so unser Hauptstudio war. Und ich habe nicht abschalten können. Ja. Ich habe die ganze Zeit über Arbeit nachgedacht oder über andere Dinge, die mir im Kopf rumgegangen sind, weil die nonstop geredet haben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was war denn das? Das Ding ist, das hatten wir aber bei der anderen Massage auch oft, dass die sich unterhalten haben. Aber und man hört so halt richtig gemacht. Viel immer sehr die Umgebung, viel, wenn jemand reinkommt, wenn jemand anruft. Keine Ahnung, weiß nicht, aber während ich da lag, habe ich mir so überlegt, okay, im Winter könnte es vielleicht stiller sein, weil jetzt man hat die ganze Zeit die Leute von der Eisdiele gehört. Das war so laut. Ja. Es war so eine Grundlautstärke einfach da. Ich habe das Gefühl, dass es bei Thai-Massagen voll oft so, auch dass die sich zwischendurch einfach unterhalten, die ganze Zeit und lachen und dann kam noch eine dritte die ganze Zeit rein, hat irgendwas gemacht. Es kam eine rein, die hat einfach Geld gewechselt. Währenddessen, ich war so, hä? Es ist so unentspannt. Junge, wir werden hier gerade massiert. Ja, tschau. Das ist echt schade. Ja, also das war auch schon ein bisschen sehr viel Gerede, aber ja, keine Ahnung. Die haben andere, um kurz was Gutes zu sagen, die haben irgendwie ganz andere Griffe und andere Techniken gemacht, wie mit dem Tuch und so. Fand und ich auch irgendwie, geil, also am Ende, ich habe so einen Lachanfall fast bekommen. Sie hat mein Bein einfach fast hinter den Kopf gemacht. Echt? Und ich bei mir hat sie irgendwie so gemacht und dann so, irgendwie ja, so. Das war, aber sie hat mein Bein genommen, einfach bis hier oben an meine Schulter. Was? Ich dachte einfach, meine Beine waren gespreizt so. Ich dachte so, Gott sei Dank habe ich eine Unterhose an. Sie hing über mir, mein Bein war hier oben, wirklich for real hier an meiner Schulter. Und ich war so, Alter, aber es, irgendwie hat es gut getan. Ja. Also die haben schon gute Griffe gehabt, muss man aber sagen. Mir ist aufgefallen, die haben nicht, also bei mir hat die manchmal auf der einen Seite was anderes gemacht als ja, auf der anderen. Bei mir auch. Zum Beispiel bei meinem Bein hat die das einmal so geknickt und halt auch so ein bisschen gedehnt. Das hat auch irgendwie voll weh. Auf der anderen Seite hat sie es nicht gemacht. Also irgendwie so voll Das ist mir bei den Fingern aufgefallen, weil hier hat sie das gemacht, was du sonst immer machst und hier hat sie so gezogen. Ja. Also komisch, klar. Aber war auf jeden Fall, die Massage an sich war gut, weil die war auch nicht so fest. Ja, ich fand es ja an sich auch gut. Ich fand es jetzt nicht so anders zu dem anderen. Also schon sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Also ich fand die Liege auch geil mit dem Kopf. Die war geiler. Das haben wir sonst nicht, das stimmt. Ja. Und das ist ja quasi immer so warme Aromaöl-Massage. War nicht warm, ne? Es war nicht warm und es war einfach Babyöl. Weil ich einmal an meine Tasche musste, um meine Nase zu putzen. Stimmt, habe ich unten gesehen gerade. Und ich habe so die Augen aufgemacht und ich gucke so, haben die beide so eine riesen 5 Liter Babyölflasche in der Hand und ich war so, geil. Hä? Deswegen fühlt es sich so gut an. Ja, deswegen fühlt es fühlt sich sehr gut an, aber also die stimmt. anderen, die hatten immer in so einem süßen kleinen Töpfchen. Ja, nee, auf der Seite steht aber auch Ölmassage. Da steht nicht Aromaöl. Nee, aber haben sie geschickt. Bei den anderen steht auch Aromaöl. Okay, deswegen cheeky. Aber ja, das stimmt. Alles in allem würde ich sagen, das kann eine hat machen, Vorteile, das andere hat Vorteile. Wir probieren den dritten Salon aus, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber war geil. Hallo Freunde, ich bin zurück vom Training. Frisch geduscht, kraul jetzt Jules. Und Frau Mahoney macht weiter in ihrem Buch. Hast du das gezeigt? Ja, natürlich. Oh, jetzt sieht man das. Das ist wirklich eine süße Idee. Und dann würde ich sagen, mache ich uns jetzt gleich ein paar Burger, oder? Ein paar Burger. Das sage ich nicht nein. Das sagen Sie nicht das nein. Das sage ich nicht nein. Und Gott, ich bin gefasst von dir. Gott, es hat gematcht mit dir.